Hallo zusammen, willkommen in mein neues Video hier auf meinem YouTube-Channel. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem Video hier auf meinem YouTube-Channel. Heute zeige ich euch, wie ich die Eier färbe und wie ich die Farben einmal vorbereite. Los geht's und viel Spaß dabei! Ja, ich habe neben mir halt einmal die Farben und werde euch jetzt mal zeigen, was ihr braucht, damit ihr die Eier färben könnt. Genau. Um die Eierfarbe vorzubereiten, braucht ihr einmal Essig, einmal kaltes Wasser, warmes Wasser, einmal Handschuhe, die man immer wieder verwendet, und natürlich die Eierfarben. Ich verwende einmal die kräftig bunte Eierfarben, Kinderleicht und schnell von Heitmann. So sieht die Verpackung aus und so sieht halt die Lebensmittelfarbe aus. Das ist die Farbe Orange und es gibt auch noch Gelb, Rot, Grün und Blau und einmal die Klassiker, die ganz normale Eierfarben, auch von der Marke Heitmann. Das ist genau die gleiche Farbe, Gelb, Orange, Rot, Grün und Blau. Die kommen, zeige euch, in so eine Form, halt in eine Kapselform. Es wird mir leid, dass da hinten da arbeitet der Wasserkocher, damit ich halt die Eier gleich zum Kochen einsetzen kann. Und jetzt zeige ich euch, wie das alles aussieht. Ich zeige euch ganz gleich, wie ich die Farbe einmal vorbereitet habe. Und von dem Essig braucht man zwei große Löffel Essig. Und willkommen wieder zurück hier auf meinem YouTube-Channel. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem Video hier auf meinem YouTube-Channel. Ich zeige euch, wie die Eierfarben geworden sind. Und ja, und hinter mir kochen die Eier. Hab den Töpfchen eingesetzt für 17 Minuten. Und dann geht's los. Und so sehen die Eierfarben aus. Ich habe bei allen Eierfarben 2 Esslöffel Apfelessig eingesetzt, kaltes Wasser und warmes Wasser. Ich werde aber noch ein bisschen weiter Wasser geben, auch kalt und warm, weil es mir ja zu wenig aussieht. Und ja, da ist die rote Farbe, mir gefällt die rote Farbe richtig gut. Das hier ist die blaue Farbe, die grüne Farbe, einmal die gelbe, die ich noch ein bisschen machen muss, und einmal die orangene, die immer noch nicht sich aufgelöst hat, aber ich werde das alles jetzt machen. Und wenn ich das alles gemacht habe, wenn ich die Eier gefärbt habe, dann zeige ich euch, wie die am Trocknen sind. Ich muss noch hier ein Zeitungspapier vorbereiten, damit das, damit ich nicht chaotisch mache. Und wie ihr seht, hier sind auch meine Handschuhe. Und werde euch dann erst am Ende zeige, wie die gekochten Eier so geworden sind.
Am Ende werde ich die noch mit Speiseöl machen. Halt, mit Speiseöl reiben, damit die ein bisschen Glanz kriegen. Und werde die dann gleich zum Trocknen bringen. Aber das alles zeige ich euch ganz am Ende. Hallo zusammen, willkommen zurück in mein neues Video hier auf meinem YouTube-Channel. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem Video hier auf meinem YouTube-Channel. Heute zeige ich euch, wie meine Fertigeier geworden sind, wie ich die gefärbt habe und wie die Farben geworden sind. Los geht's! Und viel Spaß dabei. Ich bin momentan hier unten im Wohnzimmer, gehe langsam in die Küche und zeige ich euch, wie die einmal geworden sind. Jetzt bin ich in der Küche. Die Eier sind draußen und werde jetzt euch halt einfach mal Richtung Balkon gehen und dort die Eier zeigen. Das ist halt im Balkon. Ich sehe aus, als genau. Und da zeige ich euch die Eier. Und da sind meine fertigen Eier. Ich hoffe, dass ihr die Farben seht. Genau, werde euch nochmal so schön zeigen. Wenn man so im Kamera sitzt, sehen die ein bisschen anders aus, als wenn man die ganz normal sieht. Meiner Meinung nach die beste Eierfarben sind einmal hier diese schöne Orangenen, die Magentafarben, hier diese beiden roten Farben. Und diese Hammerdunkel, was ist das? Dunkelgrün und halt diese blaue. Ich hatte auch ein bisschen viel gehabt, leider. Und zwar diesmal sind hier dieses Ei und die zwei hier halt weiter kaputt gegangen. Aber ist es nicht schlimm? Kann man die mal wieder verwenden. Ich habe die einfach mal mit Speiseöl, halt mit Rapsöl so die Farbe verändert und deswegen leuchten die ganz gut. Sonst ohne Öl hätten die nicht so besonders geleuchtet. Aber im Großen und Ganzen die Farben sind sehr gut geworden und ja, und wieder die Eier. Gut. Ja. Und das waren meine fertigen Eier. Die habe ich gekocht. Vorher hatte ich euch die Farben gezeigt. Und ja, ansonsten, das war's mit diesem Video von mir hier auf meinem YouTube-Channel. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst ihr einen Daumen nach oben. Schreibt ihr unten in die Kommentare. Abonniert ihr meinen YouTube-Channel und aktiviert ihr die Glocke, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Ansonsten danke ich fürs Zusehen. Einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Bleibt gesund, bleibt stark, passt auf euch sehr gut auf und wir sehen uns einen Tag mit einem neuen Video von mir hier auf meinem YouTube-Channel. Bis dahin, macht's gut! Ciao!